So, hallo und guten Tag zu Let's Play Pokémon Kristall Folge 15. Ja, müssten wir sein. Und wir gucken mal, was der gute alte Basti in der letzten Folge so gemacht hat. Orden hat er nicht geholt, deshalb stehen wir auch noch hier. Pokémon brauche ich nicht. Pokémon. Netti? Netti? Was soll denn das sein? Magnetilo? Als Donner-Pokémon? Nee, oder? Ach, Basti. Ja. Hast aber irgendwie nicht sehr viel gemacht, wenn ich mir das so angucke, ne? Kann ich jetzt hier... Jawohl, das ist natürlich unglaublich. Und ich glaube, ich habe das auch falsch. Ich steig da nicht durch. Wo ist denn jetzt der Stein da oben? Okay, wenn ich jetzt reingehe... Ah, okay, ich muss so machen. Also hier ist es irgendwie gerade ein bisschen buggy, hätte ich jetzt fast gesagt. Kann ich den Stein jetzt nach links... Ach ne, der ist ja hier. Kann ich den noch... Da, so ist er. Ach, der ist schon besiegt. Ah, dann gehe ich mal kurz... Pokémon Center. Moment, da muss ich gleich wieder neu schieben, wette ich. Hoffe ich nicht, aber naja. Weil ich glaube, die Pokémon... Und wenn er denkt, ich trainiere sein Magnetilo, dann hat er ein bisschen falsch am Ruder gelenkt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ja, wir müssen wieder neu... Denn ich mache das, was ich will und nicht irgendwas hier so ein Magnetilo-Level. Halt, das kann er selber machen. So, du Kleiner. Und weg ist er und Körper auch besiegt. Boah, das ging ja schnell. Level 70 gehorchen uns jetzt alle Pokémon. Yeah. So, ups. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich weiß es. Ein bisschen rumhaken. Oh ne, hier oben ist es nicht. Schade. Ich dachte, da ist das Pokémon. Fliegen haben wir immer noch nicht, schätze ich mal. Kann ich mal gucken. Pokémon? Haben wir einen Flug-Pokémon dabei? Nö. Doch, Handy, aber nee. Eutel, was haben wir denn hier? Sonderbaum, Pokéball, Medizin, Minskorb, Surfer, Fliegen. Ha. So. Zack, zack. Ein Mantax, also ich kämpfe mich... Diesmal nur durch, damit ich schnell wieder oben in der Stadt bin. Aber da links habe ich gerade eine Trainerin gesehen. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Doch, haben wir schon. Was? Ja, ich rede nach oben und rede dabei mit der Frau da. Ja, das ist ein bisschen spackig. Hätte jetzt, ja, komisch. Stärke hat er geholt, das ist gut. So, ich würde mal sagen... Okay, da Basti es ist, tausch Handy. Masaka leveln wir nicht, der gehört auch nicht ins Team. Weil ich schätze mal, das Magnetilo gehört ins Team, weil es schon Elektro ist. Und er sagt, er will unbedingt ein Elektro-Pokémon. Was macht man jetzt? Ach, gegen Magnetilo habe ich nicht gerechnet. Machen wir so. Ah, warte mal. Wir hätten am Wasser bleiben müssen, können, tun. Da sind doch schön... Oh Mann! Meine Fresse. Aber ich glaube nicht, dass er die schafft mit seiner jetzigen, ausrüstigen... Warte mal, was hat denn der hier für ein... Ultraschall sieht. Ah doch, geht. Level 18. Oh, ich renne die ganze Zeit da runter, ne? Wegen dem Speed, ey. Das gibt's ja gar nicht. Mir fällt gerade auf, ich muss mal achten, dass der nicht stirbt... Jetzt langsam, nee, gleich langsam denken. Langsam dran denken, dass ich da nicht speeden darf. So, und wieder speeden. Also ich mache in dieser Aufnahme jetzt Magnetilo ein bisschen leveln, damit Dings zufrieden ist. Und dann werden wir mal sehen. Ich nehme gerade im Hintergrund, lade ich LC hoch und dabei rendere ich hier immer noch ein anderes Let's Play mal wieder. Das heißt, nicht wundern, ne? So, Donnerschock. Okay, dann machen wir es mal so. Pokémon. Netti. Attacke. Wo Donnerschock. Dass Donnerschock auf 1 ist, damit ich hier schön Platz habe. Lalala, Superschall, nicht sehr gut. Ne, wir sind verwirrt, man nicht. Nicht sehr gut. Level 19, perfekt. Oh, den kann man ja schön leveln. Das macht Bock. Ich hoffe, ich nehme was auf, ja.
Nicht, dass ich wieder so ähnlich wie Basti werde und nicht aufnehme. Oder war ich ja noch nie so ähnlich, aber nicht, dass ich auf einmal so werde. Oh, was ist denn hier los? Lalalalalalalala. Pokémon Center. Oh, ist wie gut, dass man hier das Pokémon Center genau nebenan hat. Und wir nichts Besseres zu tun haben, als hier einfach bei Tentacha unser Magnetilo zu leveln. Wieso heißt der Neti? Was? Magnetilon? Neti steckt da im Namen drin vielleicht. Deshalb, sonst habe ich keine Ahnung, warum er es so genannt hat. Keine Ahnung. Neti. Fällt mir wirklich nichts ein dazu, warum er es so genannt hat. Und wir sind gleich Level 21. Oh, und den Toxer. Wenn wir den alleine schaffen, dann bringt das was. Sehr gut. Donnerwelle zu erlernen braucht man nicht. Ja, nein. Superschall. Okay, dann machen wir Superschall weg und dann hat er Donnerwelle. Ist ja auch egal. Ich schätze mal, da achtet eigentlich gar keiner drauf, weil die Attacken eh nicht benutzt werden und sowas. Naja, was soll's. Und sorry dafür, dass in der letzten Aufnahme, als meine Freundin angerufen hat, es nur so gepiept hat und man nichts verstanden hat. Das hat bei mir aber nicht gepiept, deshalb wundere ich, warum das dann doch gepiept hat. Naja. Das kommt nicht mehr vor, dass das so piept. Ach, wir gehen mal kurz ins Pokémon Center. Wie viel lange nehme ich ihn auf? 6 Minuten schon. Noch doppelt so lange ungefähr mache ich. Komisch, mache ich ja immer ungefähr 13 Minuten ungefähr, halt ungefähr, ja, ungefähr. Das grobe Ungefähr-Zeichen, ne? Ungefähr ist ungefähr. So, ich hoffe, das nervt sie nicht mit dem... Ja, ich habe die Tastatur gerade ein bisschen weiter hinten geschoben, damit ihr sie vielleicht nicht so laut hört. Ich weiß ja nicht, wie ihr sie hört. Ich hoffe, nicht allzu laut. Und ich hoffe, so langsam geht das dann ein bisschen besser mit den Tentachas zu besiegen, wenn man nur noch einen Donnerschock später mal braucht hier irgendwann. Aber wir kommen ja mal ein bisschen höher. Können ja mal wieder ein Tentoxa kommen, damit wir hier ein bisschen mehr EP kriegen, ne? Aber die sind ja auch immer unterschiedliches Level. So, 24. Tentoxa, 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 lalalala. Ups. Zack. Und ja. Und was macht ihr so? Ihr sitzt hier an einem Montagnachmittag, nee, Montagabend, schon 7 nach 8 beim Pokémon spielen und nehme ein bisschen auf. Ja. Was anderes habe ich eigentlich nichts zu tun. Nein, eigentlich habe ich viel mehr zu tun, aber was soll's. Ist ja kein Stress oder so. So, Tentara. Tentara. Ich frage mich, wann sich Magnetilo entwickelt. Entwickelt er sich mit einem Stein oder entwickelt er sich irgendwann so? Oder ich habe keine Ahnung, ne? Müsste mich entschuldigen. Ich habe da wirklich keine Ahnung, wann sich was entwickelt. Ich hoffe, hier unten kommen da ein bisschen Tentoxas mehr und Mantax und sowas als da oben. Weil da oben kam ja irgendwie kein Tentoxas. Ah, Mantax, wo man gerade von spricht. Zielschuss machen wir nicht. Nein, ich wollte nicht. So, ja. So, und Tentoxa, Level 27 sind wir. Fällt mir gerade auf. Level ich halt mal Bastis Pokémon. Mensch, wir sind ein Team, auch wenn wir battlen. So, so, so. Fast 28. Ja, hier unten geht's schon besser. Man musste sich am Anfang halt ein bisschen reinfinden, weil er ja nicht so stark war, aber so langsam findet man sich ja wirklich gut rein. Mantax, schön. Brauchen wir irgendwann mal Donner oder so, ne? Ultraschall, Ultraschall, Ultraschall. Ist erstmal schön. Ach, mein Deckel verwirrt. Und wieder schön in die Arena. Zack. Ich will den eigentlich noch entwickeln, wenn er sich irgendwie auf 32 oder so entwickeln würde. Wenn man Donnerstein braucht, dann bringt das mir gerade nichts, wenn ich den versuche zu entwickeln. Dann ist das ein bisschen verzweifeltes Leveln. Aber egal, dann haben wir halt einen höheren. Von daher ist es nicht schlimm. Und wir werden auch Zebra leveln. Kennt ihr ja noch Zebra, die Knofenser-Dings da, ne? Die werden wir nicht entwickeln, aber leveln. Das heißt, den werden wir Level 100 versuchen, irgendwann irgendwie zu bringen, aber ohne jedes Mal die Entwicklung abbrechen. Wenn er sich entwickeln will, dann brechen wir schön ab. Damit er niemals sich entwickelt. Und wie oft habe ich schon entwickeln gesagt, gerade in den letzten paar Minuten, ey. Ich habe irgendwie... Hey, Magnetilo entwickelt sich, yeah.
jetzt hier schön noch Level 32 oder so machen, um zu gucken, ob er Donner erlernt oder so. Und dann war es eigentlich das schon mit meiner Aufnahme. Muss ich ja nicht allzu lang ziehen, die Aufnahme. 31? Sehr schön. Neue Attacke? Nee. Lal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 a. Aber ich könnte auch ein bisschen länger machen, den wieder auf 40 oder so bringen. Der ist ja gleich mein zweitstärkstes Pokémon, wenn ich so weitermache, ne? Meine Fresse, wie das abgeht. Speedy Gonzales, kennt da jeder, ne? Oh, jetzt ist wieder die Attacken alle. Das ist natürlich nicht so berauschend. Grausche, berauschend. Ja, kennt das auch wer? Hoffe natürlich. Ah, wie viel lange nehme ich auf? Upsala, da tut mir leid. 11 Minuten, okay. Ich hoffe, da hat man gerade nichts Schlimmes gesehen. Da müsste man eigentlich nur mein Video, das ich gerade hochlade, gesehen haben. Ich glaube, das ist jetzt oben. Bin ich mal gespannt, was mit dem Video jetzt passiert. Weil das sage ich jetzt hier nicht und so. Das kommt noch im Informationsvideo. Ich weiß nicht, was ich da alles erzählen werde. Aber naja, das werdet ihr dann auch selber sehen. Wie viel hatte ich eben? 11 Minuten, ne? Dann werde ich jetzt... ja, 35 versuche ich. Wenn ich schaffe, ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Geht ja eigentlich schnell. So, Tentoxa und sowas. Mantax sind immer gut gesehen hier zum Leveln. Und dann geht das schon mit dem Leveln. Level. Schade, dass er immer noch keine neue Attacke gelernt hat. Außer Zielschuss. Aber Zielschuss bringt ja nichts. Dann mache ich lieber hier einmal Donnerwelle. Ne, Donnerschock. Die überstärkste Mega-Attacke, die es gegen Wasser-Pokémon übelst auf sich hat. In sich hat, Entschuldigung. Und ja, genau das wollte ich gerade sagen. Und wir sind jetzt 35. Okay. Versucht Triplette zu erlernen. Oh, schön. Ja, was soll verlernt werden? Tackle. So, wie lange nehme ich auf? Nehme ich schon 13 Minuten auf? Nein. Dann mache ich 13 noch raus. Und zwar mache ich jetzt mal... Was ist Triplette nochmal? Keine Ahnung. Aber es scheint irgendwas zu ziehen, von daher. Ich hab immer einen Gedanken gehabt, dass irgendwas Gutes ist. Oder es irgendwas zieht halt. So kenne ich Triplette. Irgendwas zieht es. Ach's. Donnerschokolade, okay. Mach mal 36 und dann hören wir auf. So, geschafft. Hat sich gerade vergiftet von Triplette. Nicht schlecht. Ich sag mal, das war die Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und auf Wiedersehen bis zur Folge 15? Nee, 17. Bis zur Folge 17. Ciao.